Got you tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got you tulips in a twist. Liebe Autobild-Freunde, ihr wisst ja, ich nehme euch gerne mit hinter die Kulissen. Und in diesem Termin oder auf diesem Termin habe ich mich ganz besonders vorbereitet. Ich bin mal bei mir zu Hause in die Schatzkammer, nenne ich es, gegangen und habe dieses Modell daraus gefischt. Das ist der Audi 90 IMSA GTO. Einer der bekanntesten Audi-Rennwagen, wirklich eine Ikone. Und den habe ich natürlich nicht umsonst mitgenommen, auch wenn der natürlich immer cool ist oder es immer cool ist, den dabei zu haben. Denn hinter mir, da steht das Original. Am liebsten würde ich euch natürlich jetzt ein komplettes Video hier zum 90 IMSA GTO machen. Ich meine, schaut euch das Auto einfach an, es sieht so brutal aus. Aber auch wenn es mir schwerfällt, um dieses Auto soll es heute nicht gehen. Denn es geht um dieses Auto, den Audi RS6 GT. Und der IMSA 90, der steht da nicht umsonst, der nimmt Bezug, dieses neue Auto nimmt Bezug auf den IMSA und ich würde sagen, das hier ist ein limitiertes Sondermodell. 660 Stück werden davon gebaut und da nehmen wir uns jetzt die Zeit und schauen uns das Auto in Ruhe an. Starten wir an der Front des RS6 GT und da hat sich wirklich richtig was getan. Ich gehe mal in die Hocke, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Die ganze Front sieht wirklich sehr, sehr aggressiv aus. Das liegt daran, dass alles geschwärzt ist, nicht nur der Single-Frame-Grill, sondern eben auch die Lufteinlässe weiter außen. Das soll so ein bisschen an den IMSA GTO erinnern, der da hinter mir steht. Also wirklich eine ganz, ganz breite Front. Der Grill, auch wenn das vielleicht gar nicht auffällt, der ist flacher designt, wirkt dadurch natürlich breiter und sieht schon richtig gut aus. Also ich glaube, das Auto hat ordentlich Überholprestige. Eine Etage höher, hier oben haben wir diese klassischen drei Lufteinlässe unterhalb der Haube. Da sagt Audi natürlich immer, da zitieren sie den Sport Quattro, aber auch viele andere Sportmodelle. Und wenn ich mich jetzt wieder aufrichte, beziehungsweise eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar der Splitter. Der ist nämlich auch ganz wichtig, der ist neu, hier jetzt mit roter Folie. Der zieht die Front optisch noch mal so ein bisschen nach unten, also Splitter auch noch neu. Und neu ist auch die Haube. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man hier schon, aha, Carbonstreifen. Und die sind nicht etwa foliert, das ist Sichtcarbon. Und das bedeutet, die gesamte Haube ist aus Carbon gefertigt. Also wirklich nochmal ein sehr schönes Detail. Und das zeigt auch, dass Audi jetzt hier gesagt hat, ja okay, wir machen wirklich Nägel mit Köpfen. Also das ist nicht ein Sondermodell, wo man so ein paar Aufkleber drauf geklebt hat und dann gesagt hat, alles klar, 660 Stück, die werden sich schon verkaufen. Hier wurde richtig viel Aufwand betrieben. Also komplett neue Front mit Splitter, Carbonhaube. Und das ist nicht das Einzige, das aus Carbon ist hier, denn auch die vorderen Kotflügel sind jetzt aus Carbon. Und wenn ich jetzt hier nochmal weiter rumgehe, dann sieht man auch, hier hinten haben die so einen richtigen Auszug. Das soll den Staudruck im Radkasten verringern. Und wenn ich mich hier jetzt so rein, oder wenn ich hier mal so reinlunze, dann sehe ich auch hier richtig schön das Sichtcarbon, in diesem Fall matt ausgeführt. Als mega schönes Detail. Hier steht auch nochmal GT drauf. Und ich finde, allein schon diese Carbonteile, die lassen das Auto nochmal ganz anders wirken. Und wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen auf die Felgen eingehen wollen, das ist so ein bisschen wie der Elefant im Raum. 22 Zoll Schmiedefelgen, wirklich gigantische Räder. Klar, der normale RS6 und auch der Performance haben auch schon 22 Zoll Felgen. Aber diese Felgen hier, 6 Arm, die wirken nochmal ganz anders. In diesem Fall weiß, das muss man mögen. Ich persönlich finde es richtig, richtig gut. Erinnert mich eben an so klassische Audi-Fahrzeuge, wie beispielsweise auch den IMSA GTO. Und wer die in Weiß haben möchte, der muss das Heritage Pack bestellen. Heritage Pack bedeutet in diesem Fall also diese Folierung hier in den klassischen Audi-Farben. Ich persönlich hätte ja richtig cool gefunden, wenn es den Wagen in Weiß, Arkona Weiß heißt diese Farbe übrigens,
ohne die Folierung gegeben hätte und dann mit weißen Felgen. Also so ein bisschen cleaner noch, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack. Insgesamt gibt es 5 Farben, Arkona Weiß, dann gibt es Mythos Schwarz, es gibt Nardo Grau, jeweils auch mit Folierung. Und dann gibt es noch 2 weitere Farben, Kronos Grau und Madeira Braun Metallic. Und das ist natürlich noch nicht alles. Jetzt schauen wir uns noch mal die anderen Sachen an, was sich noch alles beim RS6 GT geändert hat. Es geht weiter mit Carbon-Anbauteilen, in diesem Fall Außenspiegelkappen. Einleger hier unten im Seitenschweller, beides Sichtcarbon glänzend. Und jetzt die Frage an die Profis, ist euch schon irgendwas aufgefallen am Dach? Und nein, ich spreche hier nicht über die Folierung, sondern über die fehlende Dachreling. Audi Sport hat gesagt, die Dachreling, die lassen wir weg. Und dadurch wirkt das Auto noch mal ein bisschen sportlicher, noch mal ein bisschen gedrungener. Und das gibt es so nur beim RS6 GT. Wenn wir jetzt noch mal weitergehen, hier ans Heck, fangen wir mal an mit diesem doppelten Dachspoiler. Und da werden dann Erinnerungen wach an das RS6 GTO Konzept aus dem Jahr 2020. Damals ein mega cooles Azubi-Projekt. Und ich habe hier natürlich nachgefragt, ja, sagt mal ehrlich, gab es die Idee zum RS6 GT schon vorher oder wurde vielleicht dieses ganze Projekt auch so ein bisschen dadurch befeuert, dass das Feedback auf diesen GTO, dieses GTO-Konzept so gut war? Und Audi hat ganz offen zugegeben, dadurch, dass dieses GTO-Konzept so gut ankam, hat man sich überlegt, warum macht man nicht nochmal, ja, nochmal, setzt nochmal einen drauf beim RS6 Performance. Ja, und das hier ist jetzt diese Stufe obendrauf. Und der Spoiler, der ist fast 1:1 vom Konzept übernommen. Also ihr seht schon, das ist ein ordentliches Gerät, sieht aber, wenn ihr mich fragt, echt richtig gut aus, fügt sich gut ein. Und das ist ebenfalls noch nicht alles hier am Heck. Wir haben einen neuen Schriftzug, RS6 GT, hier eben mit den Audi-Farben. Und das ist ein kleines, aber feines Detail. Ihr seht es schon, hier ist eine Art Aufsatz auf der Heckklappe. Und die verlängert die Heckklappe nach unten so ein bisschen. Wenn ich einmal die Klappe aufmache, einmal sieht man hier richtig, ist jetzt auch noch schön in der Sonne, sieht man hier richtig den Aufsatz, der aufgesetzt wurde. Und hier aber auch die Ausbuchtung in der Heckschürze. Würde wahrscheinlich den wenigsten auffallen, aber wenn man es weiß, auf jeden Fall ein schönes Detail. Und dann haben wir noch den Diffusor. Auch der ist ganz anders als beim RS6. Der beim RS6 geht ja eher so wellenartig stark nach oben. Dieser ist eher in die Breite gezogen, hat hier auch nochmal Durchlässe und mittig hier einen Reflektor. Also das ist nicht die Nebelschlussleuchte, sondern ein Reflektor drin. Lässt auch das Auto hier am Heck. Alles soll das Auto breiter wirken lassen, obwohl es an sich von den reinen Zahlen her nicht breiter ist. Und natürlich muss ich auch noch etwas sagen zur Abgasanlage. Gewaltige Rohre, echte Rohre, da bin ich ja mal froh drüber. Hat sich allerdings, um ehrlich zu sein, nichts verändert im Vergleich zum RS6 Performance. Ist also die Sportabgasanlage, sieht gut aus und macht auch einen guten Sound. Mal kurz dem Wind oder diesem Orkan, muss man ja schon fast sagen, draußen entfliehen und hier einmal in den RS6 GT eingestiegen. Und das ist wirklich eine richtige Alcantara-Höhle hier drin. Also Dynamica, sagt Audi ja dazu. Und ihr seht es schon, was zum Beispiel neu ist. Komplettes Armaturenbrett hier oben mit Dynamica bezogen. Hier diese Leisten auch mit Dynamica. Hier oben auf den Türtafeln auch noch Dynamica. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Alcantara, auch hier am Lenkrad. Auch der Gangwallhebel, das ist bekannt. Was neu ist, wir haben jetzt eine zweifarbige Naht. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Rot und
Kupfer. Schönes kleines Detail. Ein großes Detail sind natürlich die Sitze. Schalensitze gab es so im RS6 noch gar nicht. Erstmals also jetzt diese Schalensitze im RS6 GT und auch nur im RS6 GT. Für die Audi-Fans, das sind die gleichen Sitze, die es auch im RS3 Performance gibt, aber natürlich anders bezogen. Eben hier mit dieser Wabensteppung, rote Naht, sehr schön. RS6 GT Schriftzug hier oben. Und von hinten, da muss man die eigentlich auch nochmal zeigen, denn die haben eine Carbon-Rücken- oder Sitzschale, mattes Carbon. Und das sieht einfach geil aus. Also da macht hinten sitzen tatsächlich auch Spaß, wenn man auf diese Sitze schauen kann. Dann haben wir Gurte, Karmesinrot und mein persönliches Highlight, das ist eigentlich wirklich nur ein kleines Detail, aber mich macht sowas immer froh und ich denke mir immer, wenn man sich so viel Mühe gibt wie bei diesem Auto, dann sind es gerade die kleinen Details, die eben den Unterschied ausmachen und das ist diese Nummerierung hier in der Mittelkonsole. RS6 GT steht da, 660 Stück, habe ich ja schon gesagt, aber es steht eben nicht nur einer von 660, sondern die Autos sind durchnummeriert und das finde ich persönlich perfekt, denn so weiß man genau, aha, ich habe beispielsweise die Nummer 111. Ich habe mich hier an die Hinterachse gestellt und das hat einen besonderen Grund. Denn technisch habe ich euch ja bis hier noch so ein bisschen auf die Folter gespannt. Und es gibt tatsächlich einige Änderungen im Vergleich zum RS6 Performance. Beispielsweise das RS Sportdifferential an der Hinterachse, was nochmal neu abgestimmt wurde. Audi sagt, nochmal ein bisschen heckbetonter. Ja, das kann ich heute leider noch nicht überprüfen, aber nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Was ebenfalls ganz besonders ist und exklusiv für den GT, ist das Fahrwerk. Denn wir haben hier ein Gewindefahrwerk an Bord. Das ist so schon 10 mm tiefer. Das kann man manuell verstellen. Das hat eine höhere Federrate und deutlich steifere Stabis. 30% steifer an der Front, 80% steifer am Heck. Und das soll auch nochmal die Fahrdynamik nochmal positiv beeinflussen, sagt Audi. Kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, schon darauf freuen, wie dieses Auto dann tatsächlich fahren wird. Und für alle, die das Gewindefahrwerk nicht möchten, bietet Audi auch weiterhin das RS Sportfahrwerk an, also ein Stahlfahrwerk. Oder auch, wer es ein bisschen gediegener mag, das Luftfahrwerk. Aber wenn ihr mich fragt, wenn es schon das Gewindefahrwerk gibt und es das speziell für dieses Auto gibt, dann doch bitte damit bestellen, würde ich sagen. Dann kommen wir nochmal zum Motor. Dazu mache ich hier mal die Haube auf. Zack. Und jetzt erstmal, ich weiß, ihr wollt dazu was wissen. Kommt sofort. Erstmal hier, guckt euch das mal bitte an. Also so eine Carbonhaube zu öffnen, ja, das wird mir persönlich nie langweilig. Ich finde es einfach wunderschön, wie diese Haube dann aussieht. Ja, könnte ich mir den ganzen Tag angucken, aber ich weiß, ihr seid ungeduldig. Ihr wollt wissen, wie viel Leistung hat der 4 Liter V8 Biturbo. Und jetzt vielleicht für den einen oder die andere eine kleine Enttäuschung. 630 PS, 850 Newtonmeter. Das per se sind natürlich Zahlen, die nicht enttäuschend sind, aber es ist exakt so viel, wie auch der RS6 Performance hat. Normaler RS6, 600 PS, 800 Newtonmeter. GT und Performance, 630 PS, 850 Newtonmeter. Die Mehrleistung zum normalen RS6 kommt übrigens über andere Turbolader zustande und einen höheren Ladedruck, 2,6 bar statt 2,4 bar. Ja, in Zahlen fahrleistungstechnisch bedeutet das hier beim GT 0 auf 100 3,3 Sekunden. Das ist auch nochmal ein Zehntel schneller als der Performance. Liegt daran, dass wir hier einmal 15 Kilo weniger haben, also wir haben ein Leergewicht von 2075 Kilo, also wirklich leicht ist das Auto nicht. Aber wir haben auch nochmal verkürzte Schaltzeiten, also da kommt dieses eine Zehntel her. 0 auf 200, wenn ihr mich fragt, die wichtigere Einheit oder Messeinheit, muss man ja sagen, 10,5 Sekunden, also wirklich verdammt schnell.
und Topspeed 305. Das kennen wir ja sonst auch schon aus dem Dynamikpaket Plus. Auf dem Tacho stehen dann so knapp 320. Fragt nicht, woher ich das weiß. Haube mache ich wieder zu. Ist übrigens auch, man spürt schon trotz der Dämpfer, dass sie ziemlich leicht ist. Und damit kommen wir zu einer weiteren wichtigen Zahl. Und das ist der Preis. Offiziell sagt Audi noch keinen Preis, aber ich habe ein bisschen nachgebohrt für euch und konnte ihn entlocken. Gut 200.000 Euro. Also es wird auf jeden Fall eine 2 vorne stehen. Und das ist wirklich ein amtlicher Aufpreis. Der normale RS6 Performance, der beginnt bei 135.000 Euro. Und jetzt kann man natürlich sagen, puh, knapp 70.000 Euro mehr. Aber man darf eben auch nicht vergessen, es ist einiges mehr drin. Keramikbremse ist beispielsweise serienmäßig, Carbonhaube neu, Carbon-Kotflügel neu, ganz neue Front. Viele Sachen, die eben sehr aufwendig sind in der Produktion. Und da haben wir auch noch einen guten Punkt. Das Auto wird zwar in Neckarsulm vorproduziert, also Karosserie-Rohbau geschieht in Neckarsulm. Und dann kommt das Auto in das Audi-Werk Böllinger Höfe, da wo auch der R8 und der RS e-tron GT gebaut werden, und wird dann von Hand fertig montiert. Und auch das führt sicherlich dazu, dass dieser Preis eben deutlich steigt. Aber das Auto ist eben auch, wenn man ganz ehrlich ist, es ist ein Sammlerstück. Also sicherlich werden das auch Leute im Alltag fahren, und man kann es sicherlich auch im Alltag fahren. Ich meine, ihr habt es gesehen, da ist alles drin. Das ist jetzt nicht so radikal wie das GTO Concept ohne Rückbank. Aber wahrscheinlich fahren die meisten dann doch eher weniger damit. Und vielleicht ist es auch eine Wertanlage, das wird sich rausstellen. Von den 660 Stück sollen ungefähr 200 nach Deutschland kommen. Also fast ein Drittel, finde ich schon viel. Liegt aber auch daran, dass der RS6 eben in Deutschland oder dass Deutschland der größte Markt für den RS6 ist. Das war's von mir und dem RS6 GT, und ich bin wirklich beeindruckt. Es ist viel mehr als ein Sondermodell, einfach nur mit Aufklebern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir natürlich auch gerne, wie euch das Auto gefällt. Wie würdet ihr den nehmen? Würdet ihr den mit Heritage-Paket, also mit den Aufklebern nehmen, oder vielleicht doch ein bisschen dezenter? Das interessiert mich natürlich sehr. Außerdem könnt ihr mir natürlich auch Fragen schreiben, falls noch irgendwas unbeantwortet geblieben ist. Dann versuche ich das unten in den Kommentaren auch zu beantworten. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Entschuldige mich hier für meine Sturmfrisur. Der Wind ist hier doch ganz schön heftig, kann man sagen. Und ja, ansonsten kennt ihr ja das Spiel. Liken, subscriben, teilen, gerne auch die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns schon hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.